Und damit herzlich willkommen zu Würnüsse live vom Rückweg nach Berlin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite, liebe Nüsschen. Wir sind wieder auf der A. Wo sind wir? 24. Auf der A24 nee. Richtung Berlin. Doch. Doch? Ja. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Es ist stockduster. Der Wagen ist leer. Wir haben die Lichter aus, damit man uns nicht sieht. Aber man hört uns. Leichter Nieselregen, aber viel besser als vorhin. Also letzte Woche. Vielleicht. Wir waren ja eine Woche unterwegs. Vielleicht sind wir auch der schnellste Podcast Deutschlands. Wir sind ja gerade mit über 100 unterwegs. Stimmt. Das kann natürlich sein. Schreibt gleich das Guinness-Buch der Rekorde an. Ja, wir haben gerade den Mammutumzug überlebt. Also hat Dirks ganzes Mammut transportiert. Könntest du mich eigentlich hören? Ich habe vorher gar nicht einmal... Ich kann nicht hören, ja. Okay, also gut. Ja. Nee. Ist so faszinierend, was das Ding hören kann. Passieren. Ich meine, wenn du sagst, man hört mich, dann ist ja, alles gut. Nee, vor allem, wenn du ein bisschen in die Richtung redest, aber ich kann es auch dich anhalten. Nee, also ich meine, ich glaube dir. Nee, für ja. mich muss das Ding nicht hochhalten. Nee, nein, wir nehmen noch im Auto auf, falls ihr es nicht schon gehört habt, an den Autogeräuschen im Hintergrund. Ich muss mal gucken, wie viel davon ich rausfiltern kann. Du willst das gefiltert mir erst geben? Na, ich will einmal kurz so einen Low-Pass-Filter, sagt man, drauflegen. Der sortiert die untersten Frequenzen aus, das sollte das Auto rauschen. Oder meine Stimme. Ja, rausbekommen. Aber irgendwie, es gibt so Frequenzpassfilter, das ist... Ja. Das gucke ich mir mal an, wie viel ich da machen kann. Guckst du dir mal an, ne? Guck ich mir mal an, ne? Ja, aber ein erstaunlich schneller Umzug. Ja, ich muss auch sagen, also die Fahrt, wie lange waren wir unterwegs? Waren wir wirklich 2,50 unterwegs? 2,30 würde ich sagen, ja. Ja. Und dafür eine Stunde ausgeräumt. Haha, die Polizei. Wir fahren hier gerade auf einer Straße, kommt ein Schild auf der Autobahn bei Nässe 80. Zischt die Polizei mit 120 vorbei. Gut. Was sollen wir machen? Ist auch kaum noch Klamm, ne? Ja. Wen willst du rufen? Und Nässe ist ja auch mal die Frage, ne? Hast du dich eingenässt? Ist nass draußen? Ist das Loch nass? Ja, das Schaden übrigens ist der Scheibenwischer. Also es ist mehr so ein alter Käsehobel, den sie von Six hier rangeknotet haben. Wir sind doch gerade hinter so einer LKW-Kolonne wie bei Smokey and the Bandit. Ja, es wird jetzt nur noch so ein 70er-Jahre Trans Am. Ja. Mit diesem Hardtop, das man abnehmen kann. Also die fand ich optisch auch geiler als den Trans Am von Knight Rider, muss ich sagen. Ja. Also der hat großen, auch, hatte ja. der nicht auch eine geilere Farbe? War der nicht so orange oder so? Nee, der war auch schwarz, hätte okay. bloß vorne diesen fetten Adler oder Falken drauf. Aha, das fand das ich war, so ein bisschen viel. Und der war so rot und irgendwas so. Und Burt Reynolds die ganze Zeit mit seinem Hut. Sag mal, Bandit, hast du den Hut immer auf? Nee, für eine Sache nehme ich ihn ab. Und da hat er sich geduscht mit Hut. Ja. Um das nochmal deutlich zu machen, dass er ziemlich geil ist. Ja, so war das damals in den 70ern. Wenn du einen Hut auf hattest, hattest du einen Hut auf. Dann war das dein Ding. Ja, Klaus hat diese tolle Idee, jetzt auch auf dem Weg zurück eine Aufnahme zu machen. Denn ansonsten würde ich einschlafen. Ja, wir sind auch nur so halb konzentriert, das ist eigentlich ganz gut. Und ab und zu berichten wir mal von den, oh Mann, ich glaube, man hört es richtig krass. Herzsprung war meine Lieblingsstation, als ich vom Bund immer hier die A24 runtergeheizt bin. Und man wusste so, bei Herzsprung nähert man sich langsam wieder Berlin. Wie geheizt? Mit was bist du denn gefahren? Mit der Bahn, oder? Nein, ich bin nicht selber gefahren. Nein, mit der Bahn. Also inzwischen gibt es ja diese Regelung, dass Bundeswehrsoldaten generell nur in Uniform umsonst fahren dürfen. Ja, und mit Barett auf oder ab? Oder ist das egal? Ab, der Zug ist überdacht. Darfst es aber auch behalten, aber das ist halt ein ziemlicher Scheiß, weil eigentlich müsstest du sagen, es sollte der Dienstausweis zählen und nicht die Uniform. Weil dann würde es ja implizieren, dass du automatisch irgendwie eine Position hast. Und ja. nicht von wegen, oder soll das so ein Dankeschön, du dienst deinem Vaterland sein. Ich glaube, das soll das sein. Es ist halt so eine Promo-Aktion. Also ganz ehrlich, da sollten alle Zivis auch umsonst fahren dürfen. Ja, und alle Feuerwehrleute und alle Polizisten. Ja, also genau, alle, die halt... Ich finde es ja auch prinzipiell nicht schlecht. Bibliothekare, alle. Hallo. Ja, also jeder Soldat, der am Freitag und Sonntagabend runter ist von der Autobahn, prinzipiell ja. gut. Aber vor allem, dass es an die Uniform gekoppelt ist und nicht an den Dienstausweis. Ja. Das halt, weil die Uniform, also das ist halt auch die Sache, du zwingst halt die Soldaten dazu, dann in Uniform nach Hause zu fahren oder in Uniform zur Kaserne zu fahren. Was halt auch nicht jeder gerne mag.
wo halt auch nicht jeder gerne wirklich Bock drauf hat. Und manchmal wollen sie halt einfach nur, also ne, mit einem Bier im Zug sitzen. Ja. Oder irgendwie, weiß ich nicht, Fortnite auf dem Handy spielen. Und das ist halt scheiße, wenn du das in Uniform machst, weil wenn dann die Feldjäger kommen. Also selbst für die Soldaten ist es halt nicht geil. Das ist halt nur so eine rechtskonservative Masturbationsfantasie wieder. Ja, die Soldaten, wir sind jetzt wieder im Öffentlichkeitsbild. Warum lassen wir die nicht auch langsam mal Polizeiaufgaben übernehmen? Oh, naja, hieß es ja schon, ne, in diesem, was ich vorhin da meinte. Ja, naja, ja, unter anderem, weil die Soldaten nicht qualifiziert sind. Aber das ist noch so eine andere Sache. Und weil sie es nicht dürfen. Das ist, ja, du willst, glaube ich, auch keine Soldaten in der Stadt haben, die irgendwas regeln. Ja, das wäre, glaube ich, ein gruseliges Bild. Das ist, die sind ja für die, also für keine Polizeiaufgabe ist ein Soldat qualifiziert, ja. Außer vielleicht Wache stehen vor irgendwas. Das ist halt auch, ich frage mir, welche Polizisten, die sehen ja auch alle eigentlich aus wie Büro. Die war 80, ne? Ah, bei Nässe dachte ich. Was ist denn das? Das ist ja nass, stimmt. Warum gebe ich den Gas? Ja, das ist halt reden und denken, ja. Fahren, das geht nicht. Die stehen ja dann zum Beispiel vom, weiß nicht, Jüdischen Museum oder so. Ja. Und die sehen immer aus wie, na klar, ist das rein nur ein optisches Ding von wegen. Da ist halt auch die Polizei. Und du weißt ganz genau, abgesehen von der Dienstwaffe, was halt so beweglich ist, ohne sich zu bewegen, würde dann nichts passieren. Also wenn irgendwie halt, das ist, da wird keiner 10 Meter laufen können. Ja. Ja. Also ich meine, entweder das oder es sind halt die, das ganz geiler Typ vor uns mit seiner scheiß Ablegeanzeige. Abgesehen so von den ganzen. Blinker Jungen. Meinst du? Ja. Abbiegeranzeige, ja, natürlich. Du mal mit deinen Fachausdrücken hier. Ich glaube, fachlich ist das irgendwie Richtungswechselanzeige. Gott. Was habe ich heute gelesen? Schwarzfahren ist Beförderungserschleichung. Beförderungserschleichung? Beförderungserschleichung. Okay. Genau, da ging es irgendwann mal darum, wo habe ich das letztens gehört? Ist es dann auch Schwarzfahren? Es gab halt irgendwie jemanden, der wohl in Berlin unterwegs war und der hatte ein T-Shirt, auf dem stand, ich fahr schwarz. Ja. Und da ging es darum, ob das immer noch per Definition Schwarzfahren ist. So, weil der ja sich das nicht im Geheimen und weil der das ganz öffentlich und jeden kundtut. Jeder weiß, dass er das tut. Und ob das irgendwie so eine rechtliche Lücke ist oder so, weil der dann natürlich dachte, er ist jetzt ein ganz cleverer und wenn sie ihn anhalten, dann irgendwie, ja, ich fahr nicht schwarz, weiß ja jeder. Wenn ich die frage, müssen sie mir sagen, ob die Polizisten. Genau. Wo kommt das denn her? Irgendwie aus amerikanischen Filmen, oder? Aus amerikanischen Filmen, ja. Das ist so faszinierend, dass dieses Schild bei Nässe 80, glaube ich, echt nur für uns gilt. Ja. Wenn jetzt zischt der hier mit so einem SUV mit seinen 140 vorbei. Und es ist ja nass. Ja, genau. Nass ist ja schon wie Hardware schon. Ja, dein Geländefahrzeug. Ja. Hast du eine Frage mitgebracht? Ja, ich habe eine Frage mitgebracht. Dirk, was ist dein Lieblingstag der Woche? Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Ja. Aber ich soll trotzdem antworten. Ja. Musst du nicht. Der Tag, über den ich rede, manche lieben ihn, manche hassen ihn, aber man sollte ihn niemals skippen. Leg Day. Ja. Hatten wir heute. Ich spüre es. Ja, genau. Deswegen ist das Knie gelegt. Witzig. Und ich dachte so, ja, wir können mal über die. Wir sind ja beide dann auch recht schnell, wenn wir irgendwas für die Beine machen, angeschlagen in den Beinen. Also dann spürt es immer recht fix. Ja, weil ich glaube ich auch, also aber eigentlich hast du, das weiß ich nicht, weil du eigentlich dein Leben lang ja schon viel Sport auch mit den Beinen gemacht hast. Und ich habe, glaube ich, würde ich behaupten, eher Oberkörper trainiert, ja. Mit viel, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich bin aber auch, also genau wie umgekehrt du beim Oberkörper, dann entsprechend ambitionierter und mach heftigere Übungen mit mehr Gewicht. Du machst heftige oder mit mehr Bedarf für die Beine dann. Ja. Also, deswegen, ja, wir tragen mal, was sind die besten Übungen für den Leg Day? Ich kann, Übung Nummer 1 ist Umzug. Umzug. Ach, das ist der Hammer, Alter. Je mehr Stockwerke, desto besser. Ich bin so, zweimal habe ich komplett meine, nochmal zur Erinnerung, ich hatte halt so eine schwere, dicke Latzhose an, darunter dann halt ein T-Shirt und so einen Zipper und den habe ich heute zweimal komplett durchgeschwitzt. Ich kann dir sagen, am Ende sahst du auch ein bisschen aus, als ob du mental auseinanderfällst. So. Ja, das Lustige ist, bei mir geht das immer, ich würde sagen, bin 10 Minuten, yeah, oder? Yeah. Dass du denkst, oh, Dirk ist langsam am Ode. Ich hätte dir nur eine Minute gegeben, ehrlich gesagt. Wirkt es noch ganz fit
Und plötzlich hat man gemerkt, die Kisten, die ich hier hochstelle, die gehen immer langsamer weg. Dann haben sich da 6 Kisten gestapelt. Das ist so schnell, dass es dann in meinem Gehirn, also auch die Motivation einfach tot ist. Ich habe, glaube ich, kurz mal mein Handy genommen und irgendwas reingeguckt. Ich gucke, eine Kiste, alles klar, kriege ich gleich hin. Irgendwas geschrieben, dann hebe ich die Kiste, komme runter und waren 2 schon da. Ich sage, hat der hier 2 getragen? Was soll das denn? Und dann hoch, nehme ich eine, komme wieder runter, stehen da 3. Ist scheiße. Der war schon 2-mal da jedes Mal. Was habe ich gemacht? Es war aber auch, du meintest ja noch, bevor wir die Waschmaschine tragen, die einzigen beiden wirklich schweren Sachen, die wir getragen haben. Euer Sekretär vielleicht noch. Ja, und also echt blöd in beide Richtungen, was ich nicht gedacht hätte, war das Sofa. Also das hat richtig Kraft gekostet oder mal gegen die Wand geplatscht oder du reibst mit der Backe mal schön über sowas. Das habe ich recht oft auch mit dem Gesicht abgefangen. Ja, einmal habe ich das so, da war es so geplatscht. Was war das? Nichts, war nur mein Gesicht, was gerade hier in die Wand geklatscht ist. Ach so. Ja, aber da habe ich gemerkt, dass zum Schluss, ein bisschen wie beim Xletics, dass er halt wirklich die Kniegelenke, also die haben nicht geschmerzt, aber dass du halt diese Belastung schon merkst und denkst, oh fuck, Ermüdungserscheinung im Gelenk. Dann ist es schon, aber ich meine, jede Stufe ist ja ein Squat, also. Ja, also das ist, vor allem, also hoch zu gehen, da hat ja wirklich jeder nur ein Stockwerk abzudecken, aber runter hatten wir ja 1,5 und wir hatten ja auch den Geschirrspüler, also auch noch ein bisschen mehr. Wenn du den ganzen Tag nur so am Treppenlaufen bist und zwischendrin im Auto sitzen, wo die Beine sich also schön einkrampfen, halt auch nicht so mega ideal. Ich kam auch drauf, weil ich hatte, als ich gestern Abend im Hotel war und gestern früh und vorgestern Abend im Hotel, dachte ich halt auch noch, ja, dann mache ich halt noch so ein Programm mit der Nike Trainings App. Die nutzt du schon ziemlich lange, oder? Ja, genau. Ist die Kosten? Ja. Okay. Ja. Und da sind halt, da kannst du auch einfach so recht schnell sortieren mit, du hast keine Ausrüstung dabei. Du hast keine Ausrüstung. Ich habe keine Ausrüstung. Aber Freeletics habe ich eigentlich mal geschaut, weil ich dachte, vielleicht mache ich mal wieder so ein Metis-Ding. Und die scheinen die App umgestellt zu haben, weil bei mir gibt es keine Gratis-Programme mehr. Du kannst es nur noch nutzen, um dich dafür ein Training anzumelden. Die sind halt super groß. Ja. Mittlerweile, letztens war irgendwie so ein Galileo-Bericht über die, dass die halt irgendwie in Amerika und sowas so durchschießen und ist ganz viele, also es haben auch eigentlich lustigerweise, aber es ist mehr so von richtigen Sportlern, also Dauersportler so genutzt, weil alle Einsteiger da voll Schiss vorhaben. Ja. Das ist halt einfach Mörder, also super intensiv vielleicht losgeht. Und damals, als wir mit dem Xletics, Tough Mudder, trainiert haben und dann halt mit dem Freeletics-Programm teilweise noch trainiert haben, das habe ich definitiv gemerkt, dass ich immer dachte, scheiße, das war, weil du ja dein eigener Gegner bist und du wirst ja immer verlieren. Ja. Also vor allem, wenn wir auf der Halbinsel waren, was haben wir da gemacht, 25 Burpees? Ja, du hast ja einmal 50 gemacht. Ja, das war gut. Und dann noch 50 irgendwas anderes Dummes. Frösche oder so. 25 Burpees, 50 Frogger oder 25 Frogger und was war das letzte, Strecksprünge oder so? Also richtig. Ja. Also halt. Was ist denn nochmal das ganze Metis? Ich glaube, das ist 10, 25, 10. Ja, aber welche drei? Es waren 3, ne? Burpees, Frogger oder normale Burpees, ne? Ja. Und genau, die Extended Version. Halt es gab halt die Strength-Version. Genau, die haben wir zum Schluss nur noch gemacht. Genau. Aber die haben wir nur noch 10 gemacht. Also wo du halt dann anhockst beim Springen und nicht einfach nur mit den Boden verlässt. Aber das waren die letzten, ne? Die Burpee mit Sprung. Ah nee, das waren einfach generell die Sprünge, das war ja auch noch so. Ja. Ah genau, stimmt, es waren generell Strecksprünge, ja. Also Burpee-Strecksprünge und Mountain Climber bzw. Frösche. Ja. Also Frogger. Frogger ist natürlich auch eine geile Beinübung. Ja, genau. Weil man die Beine immer nach hinten wirft in den Liegestütz und dann wieder anzieht nach vorne und neben die Füße stellt. Genau, man beginnt in den Liegestütz und dann springt, also die Hände bleiben immer gleich in Position, dann springt man nach vorne und die Füße landen im Idealfall, ich weiß nicht. Neben den Händen. Ja, außen oder innen? Außen. Das ist dann der Kacker. Aber es ist auch geil, weil du gleichzeitig auch die Schultern trainierst, weil du halt immer ein bisschen gegenhältst. Ja, ich meine, das ist ja wieder diese Liegestütze und in Liegestütze wieder zurückfallen. Ja. Und da musst du ja halt dann auch Core-mäßig Bauch, Lendenmuskulatur halten und so. Ja, stimmt. Das ist schon sehr geil. Ja, also das war halt immer ein gutes Workout, aber es scheint es halt so nicht mehr zu geben. Also du kannst nicht mehr da irgendwie Metis machen. Okay, aber zum Glück weißt du ja, wie es geht.
Ja, aber ich dachte. Da könnt ihr mir vorstellen, dass YouTube auch wieder verrät, dass irgendwer sagt von wegen hier. Ja, ich meine, das ist jetzt auch keine Revolution, dieses Metis-Programm. Ja. Aber ich dachte, das ist das Einfachste, ne? Ja. Und trotzdem ist alleine Metis, habe ich gedacht, ja und was soll nächstes kommen? Du kannst ja, das ist doch schon tödlich. Ja. Aber ich wollte halt einfach irgendwas Abwechslungsreiches machen, dann habe ich ja Mikey Club ein Programm ausgesucht, eins für den Abend, eins für den Morgen. Ja. Und das abgezogen und dachte auch so, oh, so auch ganz schön beinlastig wieder. Ja. Was hast du da gemacht? Squats. Also halt so einfach die Basic-Beinübung. Aber da ist ja dann halt auch so viel, ne, nicht zu spitzer Winkel, ja, rechter Winkel, nicht unterhalb vom, also Arsch nicht unterhalb des Knies. Und das weiß ich auch mal nicht. Also ich versuche mal, also zeitweise musste ich wegen meiner Plantarfaszie, was zum Glück jetzt durch ist, das Thema, habe ich das am Spiegel gemacht und dann halt stand ich profilig vom Spiegel und dass ich echt immer rechter Winkel und nicht spitz, also so weit nach hinten, wie es geht. Das heißt, du kippst den Oberkörper aber so weit nach vorne, wie es geht, mit langgestreckten Händen so raus. Damit du halt dann echt, die waren dann aber auch total sauber und die habe ich dann super langsam gemacht, auch nur 10 Stück und unten halten. Also es war halt dann, du hast dich so tot gemacht, du gehst runter, gehst im besten rechten Winkel, den du schaffst im Spiegel und dann hältst du und dann richtig, also und dann langsam hoch. Beim Hochgehen war ich schon immer fast kreislaufmäßig so schwummerig und das sind nicht untrainiert. Es ist ja bei Ring Fit, ist ja der Squat auch so eine der Basic-Übungen. Ja. Und da hast du ja den Sensor am Bein, das heißt, Ringfit kann dann feststellen, ob du im rechten Winkel bist oder nicht. Okay. Also ob du parallel bist zum Boden oder nicht. Und die sind dann auch, weil das sind halt irgendwie so, also je nach Schwierigkeitsgrad unterschiedlich, aber ich bin halt so bei 32 Wiederholungen immer. Aber gut, dann weiß aber Ringfit auch nur, wie Oberschenkel und Wadenbein halt im rechten Winkel sind und nicht wie Fuß und Wadenbein, die Spitze. Das ist einfach nur der Tipp, den es dir immer gibt. Ja. Achte darauf, dass deine Füße nach vorne zeigen, dass nicht nach innen kippst. Ja. Aber da ist halt auch dann unten halten, relativ lange, bis die Leiste aufgeladen ist. Ja. Und das merkst du halt auch schon, wenn du halt so, ich glaube es sind immer 20 oder so, die du langsam machen musst und dann 10 schnell hinterher. Und das ist halt auch schon. Das ist glaube ich auch krass, wenn du halt, also ist glaube ich auch ganz gut, wenn du halt so langsam pum, pum, pum und dann, weil du ja eigentlich immer im Kopf hast, wenn du fertig bist, bist du fertig. Und jetzt kommen nicht noch welche. Wenn du dann plötzlich sagst, so, jetzt aber 10 schnell. Ja, bam, bam, bam. Das ist auch richtig motivierend, die Schnellen dann durchzuziehen, nachdem du die langsamen Squats so lange gehalten hast. Aber ich bin mit den Squats bin ich auch nicht so sicher. Das wechselt ja so ein bisschen, so wie Dehnen immer wechselt, ob jetzt statisches oder dynamisches Dehnen besser ist, ob man nachdrücken soll oder nicht. Also Dehnen habe ich jetzt der letzte Stand, dass es halt nur heißt nur, aber halt Unfall minimiert. Ja. Aber es ist es bereitet die Muskulatur nicht besser vor. Also jetzt die Sehnen und sonst so zeigt, was manche ja auch dann irgendwie als Punkt hatten. Aber ich meine, das Unfallrisiko war doch eigentlich immer der Punkt 1, habe ich so gedacht. Sehr gut. Hilft schon auch. Also wenn du halt keinen Unfall hast, dann bleibst du halt länger fit und bist besser in Form, weil du keinen Trainingsaufstand hast. Wow. Was ich beim Krav Maga mal viel sehe, ist, dass dieses nach dem Unterricht dehnen. Das verstehe ich nicht so ganz, weil ich dachte von wegen die Unfälle, die ich damit minimieren möchte, die sind doch jetzt schon passé. Also geht es dabei nicht darum, einfach die Sehnen zu verlängern? Okay. Dass du die, wenn die warm sind, weil sie weniger anfällig sind, aber sie lockerer sind, machst du sie länger und dadurch wirst du dehnbarer. Ja. Ich glaube, das war da immer der Gedanke. Also ich habe im Zuge dieser Plantarfaszien-Geschichte habe ich halt, musste ich halt jeden Tag halt auf dem Flummi da, auch eine süße Geschichte, der Klaus ja einen alten... Stimmt, ich habe die Anekdote völlig vergessen, weil ich so im Fieberwahn war, als du mir das zugeschickt hattest. Hat mir so einen ausgehärteten 10, 15, 20 Jahre alten Flummi gegeben, wo ich halt drauf rumrollen kann mit meinem Fuß. Und der hat schon leicht immer so geknackt und da waren schon ein paar Risse drin. Und das Gummi war echt schon so durch, dass ich es wirklich geschafft habe, so nach zwei Wochen oder was, ist der in zwei gebrochen. Ja, Blake und Smillo hatten den auch schon in ihren Pfötchen und Schnuppen. Oh. Ich
ja echt auch mal voll den Faden hier auf der Autobahn, obwohl ich nur Beifahrer bin. Ja, die Spuren sind ja auch lustig. Ja. Ja, aber ich, also wie gesagt, mit dem Dehnen, weil früher, als ich in der Schule war, da war es halt noch so, ja, dann halt immer ein bisschen dynamisch dehnen, so ein, mit ein paar Wiederholungen ziehen und ziehen und mehr ziehen. Ja. Und so beim Yoga ist es ja ganz klassisch mit dem Atem verbunden, dass du ausatmest und entspannst. Das ist aber generell so hilfreich, also ich dehne ja immer noch und wenn ich dann halt ein paar Vorübungen mache und dann einfach mich versuche aufrecht hinzusetzen mit geradem Fuß und dann so langsam nach vorne gehe, was du dann mit der Atmung noch rausholen kannst. Also ich meine, das kenne ich halt jetzt auch aus dem ATK oder sonst was, dass du halt echt in die Dehnung gehst, hältst und dir dann der Meister oder Instructor oder sowas sagt so, und wir atmen aus und gehen noch ein bisschen weiter rein und denkst so, oh, geht, geht. Ja. Ich war ja auch mal relativ, ich bin ja immer noch relativ dehnbar. Ja. Also du fällst die Treppe runter und... Ja gut, das ist halt andere Ursachen, aber... Du bist doch mal in der Schauspielschule die Treppe runtergefallen, dann hast du mal... Warum? Ich bin irgendwann vor ein paar Jahren mal bei mir aus der Wohnung die Treppe runtergestürzt, weil ich schnell runter wollte, weil ein paar dumme Nachbarn von mir kamen und ich die nicht sehen wollte. Weil dann bin ich umgeknickt. Ich hatte so eine französische Familie neben mir und die waren immer so laut und nervtötend. Ich dachte, oh, ich gehe jetzt schnell die Treppe runter. Dann bin ich halt abgerutscht und bin auf dem Spann gelandet. Aber es dauert ja bei mir immer nur eine Woche. Ja, wo kommt das her? Das ist irgendwie so ein Gen. Ja, ne, das ist einfach weil meine Wände überdehnt sind. Aber ansonsten, ja, dass ich halt ein sehr langes Sehnen habe, ist eher genetisch. Was ich halt beim Klettern total merke. Sehnen lügen nicht. Schrieb schon der große Philosoph Erich von Seneken. Du hast die Ohren Ohrstöpsel drin? Ja. Okay. Ist so faszinierend. Manchmal denke ich immer so, ich höre das wirklich noch. Aber ja, ich höre das wirklich noch. Ja, es ist super. Schön. Also ich habe auch, die schließen auch mit Gummi ab, also so viel von dir live kann ich nicht hören. Ja, aber ich kann ja sagen, an krassen Übungen, die ich gar nicht in der Übung so krass empfunden habe, von denen ich jetzt halt noch frisch drin habe, ist der Bear Crawl. Der Bear Crawl? Ja, wo du bist quasi im Liegestütz. Quasi. Aber deine Oberschenkel zeigen gerade nach unten und die Füße setzen auf und du bist mit den Knien halt so eine Handbreit vom Boden entfernt. Du bist in so einer Art leichteren Liegestütz, oder was? Ja, aber dann kriegst du so 3-4 Schritte nach vorne, 3-4 Schritte nach hinten, 3-4 Schritte zur Seite, 3-4 Schritte zur anderen Seite. Ich bin schon wieder raus. Du kriegst diese Konzentrationssache. Du bist in dieser Liegestützposition, ja. Aber die Knie direkt unter der Hüfte und dann krabbelst du so ein paar Schritte nach vorne, nach hinten, zur Seite, etc. Aber weil du die Knie... Die Beine sind gestreckt. Nee, die Beine sind angewinkelt. Wie weit sind die angewinkelt? So, dass die Knie direkt unter der Hüfte sind. Also die Oberschenkel zeigen gerade nach unten. Ah, wie in der Froschposition? Ja. Was sagt das doch? Der Frosch? Nee. Oberschenkel zeigen gerade nach unten. Du bist quasi wie im Hund beim Yoga. Ja. So. Aber halt, aber die Knie berühren den Boden nicht. Und weil die Knie den Boden nicht berühren, musst du halt extrem viel Spannung aus den Oberschenkeln halten. Das ist eine richtig geile Übung. Du brauchst halt auch nicht viel Platz für. So ein bisschen wie diese Movement-Action. Ja, genau. Genau. Und es reicht halt, wenn du ein paar Schritte nach vorne, ein paar zurück, ein paar zur Seite kriegst. Ja. Und das ist halt bestialisch anstrengend. Krass. Also das zieht richtig rein. Aber du machst doch, wenn du bei Jan im Studio bist, bist du ja auch immer recht lange auf dem Laufband oder... Laufband nicht, Fahrrad. Nur auf dem Ergometer. Ja. Also Laufbahn, das Ding ist so laut, wenn ich da mit meinen über 90 Kilo so, da hast du echt das Gefühl, okay, mir fällt gerade was auseinander. Ab und zu ist jemand auf dem Laufband und dann hebe ich immer die Flaschen auf, die dann so raustanzen aus den Griffen. Also brauchst du echt nicht. Aber ja, Ergometer, da muss ich sagen, ist auch. Also dieses Fahrradding habe ich ja dann auch irgendwie erst gelernt, schätzen gelernt. Das ist halt auch, fand ich auch super geil. Also, was du da halt
Also vor allen Dingen, wenn halt ein geiles Programm ist. Ich fahre jetzt nicht einfach nur irgendwie eine halbe Stunde, sondern ja. Ich fahre eine halbe Stunde. Du kannst den Schwierigkeitsgrad durchschnittlichen einstellen, den mache ich dann halt irgendwie so auf 16 von 25. Dann sogenannte Hügelfahrt, also hast du so eine Bergetappe. So ein Intervalltraining muss immer. Genau, ja. Und die sind dann halt nach tatsächlichen Anhöhen der ja. Welt so. Und dann kannst du halt so verschiedene Sachen dir dann aussuchen, was du halt dann gerade. Nee, Quatsch, ich mache dann so eine Welttour und dann nimmt er halt immer verschiedene Berge, die es dann halt bei tatsächlichen Fahrraddingern dann so gibt. Ja, und das Ding. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch. Ich erinnere mich ja noch ein bisschen, wir hatten das ja früher auch im Fitnessstudio, wo ich das auch öfter zur Erwerbung gemacht habe. Ergometer? Ja, genau, aber gerade dieses Intervalltraining ist halt bestialisch anstrengend. Ja. Also, wenn du halt immer in so eine Bergetappe gehst, dann wird es wieder ein bisschen entspannter. Und du kommst dann halt wieder rauf auf die Bergetappe und musst wieder ein bisschen anziehen. Wobei, du trainierst auch relativ viel an den Beingeräten, oder? Ja, also ich mache jetzt wieder Beinpresse, aber ja. An der Beinpresse, weil okay, die ja. Kannte ich mich ja nicht so aus. Da habe ich mir diese Plantarfaszitis geholt, weil, also generell die Beinpresse ist ja ganz geil. Ja. Und da ist dann halt auch immer schön, dass man... Liegende oder stehende? Ich sitze. Also ich sitze so und habe dann so die Beine vor mir, also eigentlich ein bisschen hoch drücke ich die. Okay, ja. Ja, und ja, das ist halt dann total geil, weil es natürlich echt reduziert nur darauf ist. Da kommt man dann relativ schnell auch auf hohe Gewichte. Mhm. Ja, man kommt, also ist es generell an den Maschinen kannst du die Gewichte ja ein bisschen leichter drücken, als wenn es freie Gewichte sind. Ja, genau, weil das alles geführt ist. Ja, aber auch aus einem normalen Spot kannst du ja relativ viel drücken. Ja. Wenn du trainiert bist. Aber ja, man ist, ich finde sogar relativ schnell am Limit. Ja, das auch. Je nach Maschine. Ja. Also es reicht, ich mache dann halt auch mittlerweile, früher habe ich halt immer so einfach so viele Sätze, so immer so, bis ich nicht mehr konnte, bis ich dann irgendwann mal gelesen habe, ist jetzt gar nicht so geil, also für Aufbau und sowas oder Erhaltung, da sind dann auch gerne mal einfach so Richtlinien, so zwischen 3 und 5 Sätzen immer an den ganzen Einzelgeräten und mache ich jetzt immer so 3er-Sätze und dann steigere ich mich immer pro Satz und dann auch nur 10 Wiederholungen. Ja. Ja. Das ist dann echt mal vollkommen ausreichend. Und dann zwischendurch halt versucht dann so 1 bis 1 Minute 30 Pause, das ist halt nicht zu lange, aber jetzt auch nicht zu schnell wieder weitermachst. Ja. Und da habe ich ja dann unter anderem die Übung gemacht, dass du halt die Platte nicht komplett mit dem Fuß berührst, sondern nur zur Hälfte, um dann das Bein komplett durchzudrücken und dann aus dem gestreckten Bein nur noch den Fuß nach vorne kippst immer. Und somit halt die Wade ja trainierst. Yeah. Und da habe ich mir die Plantarfaszie halt richtig überreizt. Weil, das war halt dann einfach, da solltest du auch aufpassen, dass du immer im rechten Winkel maximal ja. Nicht zu tief gehst. Und ich habe dann halt so viel Gewicht, dass ich halt einfach mal dehnen ließ. So, habe das mit dem Fuß einfach ja. Mal so weit, wie das Gewicht mich zurückschiebt. Und es ging dann richtig weit zurück. Also das ist wie so ein Baby, so ein Klappfuß plötzlich hast du was. Ich kenne ja die Wadenpresse vor allem noch als stehende Wadenpresse. Ja, eigentlich die Wadenpresse ist auch, habe ich gedacht, totaler Quatsch, weil genau das, wenn du dich halt auf eine Stufe stellst ja. Und dann halt dieses einfach mal runter und dann dein ganzes Körpergewicht, dann machst du, wenn du sauber machst, halt immer mal 10 und die merkst du dann auch. Ja, genau, also so ist halt die stehende Wadenpresse, ist ja nichts anderes ja. Als eine ja, kleine genau. Stufe, wo du draufstehst mit dem Ball und dann entweder hast du halt das Gewicht geführt oder nimmst eine Hantel drauf. Ja. Ich habe tatsächlich im Fitnessstudio habe ich die Beine nie so trainiert, weil wir halt, ich habe es ja damals wirklich, als ich lang und ambitioniert im Studio war, habe ich es echt noch so gemacht, dass ich auch teilweise mit Jan dann nach dem Judo ja. Hingegangen bin. Da hatten wir halt auch wenig Lust, danach unsere Beine noch zu schinden, weil einfach da auch der Fokus vor allem auf Kniebeugen und du brauchst halt die Spannung, um ihn auszuheben, ja. Liegt im ganzen Warm-Up-Programm, hier im ATK ja auch. Das ist ja einfach ein großer Teil Übungen für die Beine. Ja, das fand ich halt auch mal ein bisschen nervig, weil du hast ja teilweise auch einfach nur diesen, was ist das, Sumo-Squat oder sowas, ja. Diesen ganz breiten. Ja. Und du stehst dann halt da tief und solltest eigentlich im rechten Winkel, aber siehst die ganzen, also wie der Kopf das so macht, dass die dann sich dann irgendwann alle nach vorne beugen und stehen relativ breitbeinig, ja. Wenig im Knie, aber der Oberkörper ist fast im rechten Winkel und haben dann das Gefühl, sie machen gerade einen Squat. Und immer wenn es heißt, halten, 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 dann gehen die Körper noch weiter nach vorne, ja. Dann kippen halt alle. Und das war immer so albern. Also ich meine, ich habe es selber halt auch nicht lange halten können, weil der Meister hat es dann halt sogar falsch vorgemacht, weil er das dann halt auch nicht mehr gespürt hat, dass er halt sagt, ich kann aber noch, und merkst gar nicht, dass er halt sowas schon macht. Ja.
Das gut korrigieren kann man das als. Willst du stören, wenn ich kurz mal Luft reinlasse? Nee, bitte. Hältst du alles fest? Ich halte alles fest. Juhu! So richtige Landluft. Ich halte gerade meinen Kopf aus dem Fenster. Und ihr riecht's nach Scheiße. Hast du jetzt gesagt, ich war das? Nee, das will ich nicht gesagt haben. War es ja schon. Ich habe nur gemerkt, ey, meine Augen wurden gerade so ein bisschen. Ein bisschen mehr auf den deutschen Feldern wäre gar nicht schlecht. Ich glaube, bei einer Tanke müsste ich mal raus. Ja. Ich müsste pinkeln und ich glaube, so eine doofe Kong oder das wäre nicht verkehrt. Ja, suchen wir uns die nächste Raststätte gerne. Verliert aber echt immer den Faden hier im Auto. Tut mir leid. Squat, bestimmt irgendwas mit Squat. Ja, sicher irgendwas mit Squat. Genau, Sumo-Squat. Wie du einen Squat machen kannst, wenn du halt sicher gehen willst, dass du den richtig machst, das einfach als Wall-Sit. Wenn du an der Wand lehnst mit dem Rücken, weil dann hast du keine Wahl, als den Rücken gerade zu lassen. Ja. Also außer du gibst den Kontakt auf und du kannst es halt gut kontrollieren. Ja. Und du musst halt die Füße einfach so aufstellen, dass wenn du unten bist, wenn die Oberschenkel parallel sind zum Boden, dass die Füße gerade nach vorne zeigen. Aber ne, das kriegt man ja alles dann relativ leicht korrigiert. Und das halt länger zu halten, ist immer noch, das ist so anstrengend. Ja, das ist so geil. Das wird so selten gemacht, so Muskelgruppen einfach nur halten. Also zum Beispiel mache ich Bauchmuskeltraining für obere, untere Seiten, blablabla. Ich mache nur eine Übung, ist die Wiege. Und die Wiege kannst du dann auch steigern, indem du dich halt nicht nur in dieser Position behältst, sondern halt wie eine Wiege hin und her wackelst. So. Und die ganze Zeit bin ich halt einfach nur in einer Kontraktion, nichts weiter. Die ganze Zeit, und das ist halt einfach so anstrengend irgendwann, als wenn ich die ganze Zeit über meine Arme und Wirbelsäule halt aufrolle. So, das ist ja halt auch mal diese klassischen Sit-Ups, beziehungsweise eigentlich sind es ja nur noch Crunches, was die meisten dann als Sit-Ups einfach verstehen. Ja, aber was ich gerade gedacht habe, als du diesen Wall-Sit gesagt hast, da habe ich halt gedacht, hey, an diese Übung, ich weiß gar nicht, wie die heißt, einfach richtig sauber aufstehen vom Stuhl, das immer wieder. So, du setzt dich halt auf den Stuhl. So eine klassische Reha-Übung. Ja, genau. Ja. Aber dass du halt nicht zu weit nach vorne kippst, dass du um Gottes Willen nicht die Hände nutzt, um dich abzustützen, sondern ich ganz zack nach vorne und dann so wieder aufstehst in diesen Dings auch sofort, dass du den Arsch immer nur noch wieder so antippst, kurz und viel los. Ja. Und am schlimmsten ist, glaube ich, wenn du jedes Mal dich komplett entspannst und wieder anspannst. Das sind wie diese Ecstatics-Liegestütze, die du ja mal gemacht hast. So komplett runter, Hände vom Boden und wieder drücken. Hände vom Boden, wieder drücken, das. Boah. Ja. Was ich halt noch mal ganz gut finde, weil es auch einfach krass viele Variationen gibt, ist der Lunge, also der klassische Ausfallschritt. Also ich habe Brunch gelesen, oder? Ist der Lunch, weil es da so viele Variationen gibt. Ja. Aber ich glaube, darüber reden wir nach der Pause. Juhu! Wo ist der Pausenknopf hier? Oh, meine Güte, da war hier ein Gefummel von. Aha. Mal die Aufnahme schon wieder an. Weil wir hier gerade ein leckeres Frühstück genießen im stehenden Auto. Genau, wir sind irgendwo auf der Autoraste und haben so leckere Sachen geholt, wie Fritz hat einen. Ich meine keine Werbung, aber ich habe einen Protein-Layer-Riegel. Achso, eigentlich dachte ich mal, du erzählst über deinen schönen Zischzieht. Geht durchs Knie. Ich weiß gar nicht, wieso ich den habe. Du wolltest einen Energy Drink haben, hast einen kalten Kaffee mit Limonade gesehen und dachtest, Fritz, trinkst du das? Ich sag, nee, du nimmst das mit, trinkst einen Schluck und ich finde es einigermaßen erträglich und jetzt hänge ich damit fest. Ja, also es ist echt, als wenn, also ich bin kein Kaffeetrinker, aber ich würde so definieren, jemand hat so einen Kaffee richtig alt stehen lassen und dann hat er noch so einen Schuss Fanta reingegossen. Und gesagt, Alter, Dieter, wir haben was Neues. Nee, das ist nichts Neues, das muss weg. Ja, aber ein Dosen, du, für 1,50. Trinken Sie Ihren Kaffee mit Zucker, Milch, Fanta? Ich finde, also der erste Schluck ist immer so, der schmeckt ein bisschen nach schokolatierter, es gibt so Espresso-Bohnen, die mit Schokolade überzogen sind. Echt? Ich finde, der erste Schluck ist richtig eklig. Als ob du so ein Glas mit Bier, Kaffee und Aschenbecherresten trinkst. Man gewöhnt sich daran. Und ich habe die ehemals schwarze Dose 28 in der Hand. Hm.
Das ist egal. Ist das das ehemalige Wahlergebnis der CDU in Thüringen? 28. Ich glaube, 24 hatten sie mal. Jetzt aktuell 14. Wird 10. Jetzt nimmt er sich noch ein paar Nüsse im Energy Hype. Naja, wenn ich jetzt gleich fahre, dann kann ich mir das alles klemmen. Deswegen dachte ich, jetzt mal schnell was reingucken. Ja, zieht, zischt, zündet. Du warst gerade bei deinen Launches oder so. Bei den Lunges, ja. Der klassische Ausfallschritt. Weil du kannst halt einfach, wenn du nur sagst, und du variierst zwischen nach vorne gehen mit dem Bein und nach hinten gehen mit dem Bein. Also das macht schon einen Riesenunterschied dafür, vor allem wenn du dich halt wieder hoch katapultierst. Beziehungsweise du gehst nach hinten und kommst wieder in die Grundposition. Oder du gehst nach hinten und gehst halt immer überschlagen nach hinten. Oder du gehst immer im Lunge nach vorne. Wir haben doch mal so einen Spaß gemacht, dass wir so einen Lunge-Walk da auf der Stralauer Halbinsel die ganze Promenade runter gemacht haben. Ja, richtig schlimm. Ja, wir dachten, wär's nicht lustig? Ja, sehr lustig, Dirk und Klaus, sehr lustig. Oder mit dem Battle Rope, die Lunges im Battle, wo ich immer fast umgefallen bin. Das ist echt so einfach, ne? Also echt irgendwo hinhocken und balancieren und anspannen und du bist schon... Es gibt, davon gibt es so eine richtig krasse Variation, wo du nach hinten rausgehst in den Lunge und mit dem Bein, das hinten ist im Ausfallschritt, das schwingst du nach vorne vor die Brust und springst mit dem stehenden Bein. Und fällst dann wieder in den Lunge zurück und du hast halt immer so einen Sprintsprung drin. Und das ist so bestialisch anstrengend. Also das ist eine Übung, die zieht einem wirklich richtig schnell den Saft aus den Muskeln. Aber hast du nicht auch mal was mit so Sprung oder Beinwechsel gemacht im Sprung? So, ja, genau. Ich hab davon schon mal erzählt, ja. Also das ist halt wirklich, wenn man sich binnen kürzester Zeit kaputt machen will, ist das ein guter Ansatz. Hier eigentlich drin? Angeregt, reg uns an. Was ist da drin als erstes? Ich war noch bei der Werbung. Wasser, 10% starker Kaffeeaufguss, Zucker, Zitronensaft. Also wer auf die Idee kam, Kaffee und Limonade zu mischen, gehört echt an Pranger gestellt. Jim, muss jetzt mal kurz anschließen. Pardon, wir müssen unser Unterhaltungsprogramm wieder fahren. Wir gucken hier die Griswolds in Europa. Da guck ich so umdrehen. So ein Riegel. Ja, schnell ein Riegel, meinst du? Ja, komm, ein Riegel, ne? Das sieht echt aus, als ob wir hier so in so einem Roadtrip nach Barcelona fahren. Die ganze Ablage, die von zwei Kindern. Vollgestellt mit irgendwelchen Snacks und irgendwelchen Scheiß. Also ich dachte jetzt nicht an Kinder, sondern halt irgendwelche, wie heißt das? Start-Upper. Stimmt, besonders. So, daneben ist noch irgendwie so eine Bowl mit Kinea und Seitan und Seitan und dann noch so ein Zuckerding. Entschuldigung. Zum Glück ist der Ton nicht so gut wie sonst. Ich habe gerade diese Dose 28 da getrunken. Ich glaube, die Zuckerdinger sind aber auch immer nur für die Programmierer da. Boah, wie riecht denn aus? Das ist ein bisschen so. Jetzt siehst du so schmutzig aus, wie du riechst. Und dann riecht es noch. Ja, ja. Man gewöhnt sich dran. Hast du noch ein Wasser oder so? Warte, Apfelsaftschorle. Ja. Ja. Danke. Ist das mehr so ein Hörspiel für die? Ich glaube ja. Also wenn es einigermaßen so klingt, wie es hier bei mir im Ohr klingt, ist es relativ interessant. Hat was Beruhigendes. Zwei Irre, die im Auto sitzen und sich jetzt auf die Fahrt vorbereiten. Beruhigt, weil sie nicht bei einem zu Hause sind, oder was wegen? Ne, wir sind jetzt quasi bei euch zu Hause, ne? Ihr hört uns ja hier blendend. Ah.
So, ich habe nicht jetzt gerade Licht ausgemacht. Jetzt können wir wieder schmusen. Dann geht's auf die Autobahn. So sieht es nämlich aus. Ja. Föhn an. Man sieht eigentlich gar nichts hier. Die ganze Scheibe ist beschlagen. Nur so eine Kinderhand, die sich hier gegendrückt wie ein Geist. Ich glaube, ich warte mal kurz, ne? Sicher doch. Siehst du hinter dir irgendwas? Einmal zu ein. Hinter mir. Also. Ach so. Oh, guck mal, wie schnell das geht. Bei dir nicht. Ich dachte gerade, du meintest hinter mir auf der Ladefläche. Nichts Helles. Ne? Ja, schön. Ja, irgendwo kommt ein Reisebus. Oder Reisebus? Nee, nicht fahrend, sondern er steht da. Hab ich Licht an? Ja. Ja. Bist du angeschnallt? Ja. Oh. Ich weiß nicht, ob die dir nicht den Führerschein wegnehmen, wenn die diesen verwirrten Talk hören. Hab ich Licht an? Haben die Licht an? Könnt ihr uns hören? Wir sind ja überall Geisterfahrer. Achso, ich dachte eben, alles verboten, wo müssen wir da lang? Weil ich wollte hier raus. Schön mit 200 auf dem Acker. Nach 100 Metern auf A24 fahren. Ah ja. Ah, danke. Danke, Google. Ja, gut, jetzt ne, geht's wieder auf der Autobahn. Dem Straßenverlauf von A24 noch 11 Kilometer folgen. Was wir ja auch gerne mal... Oh, meine Güte, ey. Was wir auch gerne mal gemacht haben, was ich immer geil fand, was halt super schwer ist, wenn du es zu Hause machen willst, ist halt so ein Madball Slam. Also Madball Slam. Mit dem Medizinball auf den Boden und dann runter in den Squat aufstehen und den hochnehmen. Ach du Scheiße. Ich finde eh alle Ball, Medizinball, ja. Aber weißt du, was wir auch früher gemacht haben, was wir irgendwann mal gelassen haben? Wir haben sehr viel Gymball-Übungen gemacht, Gymball. Ja, stimmt, ja. Also ich habe ja meinen noch, deiner ist ja immer kaputt gegangen. Ich wollte gerade sagen, boah, ich habe das irgendwo bei dir gesehen, auf einer der Kisten, die auch schon. Ja. Also ich habe den ja irgendwann rausgeholt, als ich irgendwie länger am Rechner saß. Ich weiß nicht mehr, weswegen. Und wir sind wieder in einer Baustelle. Gut, wir haben auch gerade einmal beschleunigt auf 130. Aber wir kommen sauber durch. Also es sieht hier nicht nach dem Stau aus. Ja. Ja. Ja, ich mochte den Gymnastikball auch sehr gerne, aber dann... Also ich habe da so viele Bauchübungen zum Beispiel gemacht. So sitzt habe ich mich damals irgendwie, weiß ich noch, in meiner ersten Wohnung mit Füßen unter meinen Ofen geklemmt. Und dann habe ich halt Aufzüge gemacht, beziehungsweise seitliche, was ich ewig nicht mehr trainiert habe, also bewusst so seitliche Bauchmuskeln. Das habe ich immer auf Ball gemacht. Das war total geil, weil ne, der Hebel drückt sich dann das ganze Gewicht schön in den Sitz rein. Für Bauchmuskeln ist es halt super, weil du kannst halt, wie so obliegst, kannst du auch gut trainieren, wenn du mit den Schulterblättern drauf liegst, die Arme nach oben streckst und dann immer zur Seite kippst. Ja, ja, das stimmt. Dass du die Rotation immer stoppst. Ansonsten halt für Sit-Ups super, aber auch so Sachen wie einbeinige Squats, wo aber trotzdem hinten noch dein anderer Fuß gestützt ist. Also wo du hinten mit dem Spann aufliegst. Das geht auch überhaupt. Ja, also hat irgendwann ist meiner kaputt gegangen, weil ich ein Stück Rollsplit mit nach Hause genommen habe. Ach, scheiße, ja. Ja, da ich immer zu Hause auf dem Boden gepennt habe, habe ich ja zum Glück da echt kein Problem gehabt. Beziehungsweise zum Schluss musste ich halt, weil meine Diele hinten zum Fenster, da ist halt gesprungen und das habe ich zum Glück irgendwie anfangs, als ich eingezogen bin, gemeldet. Und das ist richtig so eine richtig scharfe Kante. Also auch wenn du da mal mit dem Socken rüber gehst, dann war es mit dem Socken. Ja. Und da habe ich dann immer eine Hand drüber gelegt. Ja, aber jetzt in meiner neuen Arztpraxis sollte das ja kein Problem sein. Ja, du hast ja jetzt einen Boden, der glatt ist wie ein Aal. Also, ja. Ja. Nee, aber das ist echt ganz geil. Ich vermisse das auch. Auf der anderen Seite dachte ich auch mal, der stand halt bei mir dann auch immer aufgepumpt rum, weil ich keinen Bock hatte, da immer die Luft rauszulassen zwischendrin. Ja, also bei mir ist dann echt, also das müsste, man muss den schon so täglich nutzen, also jetzt nicht nur zum Training, sondern der muss halt irgendwie ein Möbelstück sein. Ja. Ich habe den zum Glück dahingestellt, wo dann halt mein Sekretär ist und dass ich am Rechner halt auf dem Ball sitze und nicht auf dem Stuhl. Und dann ist es okay. So, aber wenn du den echt nur hast, weil du sagst, ey, ich kann mal in der Woche eine Übung machen, dann wird es zu viel. So, dann machst du es eh nicht. Alter, jetzt ist er wirklich wie vorhin. Ja. Ja, also ich spreche gerade über Regen. Ich kann es ja mal für unsere Zuhörer. Hat echt was Beruhigendes, da ab und zu mal in den Regen reinzuhören. Ich habe gerade gedacht, wir müssten das öfter machen irgendwie.
Ich habe auch gedacht, wir könnten mal so irgendwie so eine Fürnisse-Ringbahn-Folge machen oder so. Dass wir uns irgendwie in die S-Bahn setzen oder irgend sowas. Ja, der Zoom-Rekorder oder jetzt zum Training mitnehmen oder so. Ja, genau. Und da irgendwas machen. Das wäre mal geil. Okay, eine Stunde laufen am Stück schaffe ich ja nicht. Ja. Aber irgendwie sowas. Oder man kann es ja trotzdem probieren. Aber weil wir haben zeitweise haben wir immer gutes Tempo. Also ich habe es vorgelegt, weil du würdest, glaube ich, sonst wegrennen. Aber halt einfach dieses klassische, einfache Gesetz, rede dabei. Und wenn du noch dabei reden kannst, dann läufst du richtig. Ich glaube, da ist das Problem eher, dass wir keinen richtigen Windschutz haben. Ah, da gibt es keine kleinen Überzieher für? Doch, ich habe einen Popschutz, aber war kein Windschutz dafür. Aber ich meine, es gäbe einen, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, ob es für den tatsächlich noch einen gibt, weil der älter ist. Aber ja, kann man mal gucken. Aber wie sieht das aus? Man kann, aber was ist denn am idealsten, wenn wir jetzt aus der Ferne, also wenn ich zum Beispiel aus Württemberg und du aus Berlin halt Podcast aufnehmen. Also ich meine, ist das eine Skype-Variante? Ja, oder es gibt doch bestimmt welche, die rein auf Aufnahme, also auf Ton sind. Ich hab's ja über Australien gemacht. Also genau, aber das war doch Skype, oder nicht? Genau, aber die haben halt auch ein Aufnahmestudio, also das ist halt die Sache. Und es war nicht Skype, es war Google Hangouts. Was? Google Hangouts. Okay. Also ja, ich meine, ich würde mir dann schon irgendwas holen. Ja, also die Google-Version von Skype, einfach aus dem Grund, weil ich weiß nicht, wie es bei Skype ist, aber es ist halt ein bisschen das Problem, dass du einen Videochat findest, wo das Podcast-Mikrofon auch das Videochat-Mikrofon ist. Okay. Weil du das natürlich... Das heißt, eins hast du nicht separat. Also. Genau, also das braucht... Ja, ich meine, ansonsten, wenn halt der Rechner das interne Mikrofon nimmt, um den Videochat zu machen, dann würde ich dich halt nicht hören. Ja. Oder würde ich dich halt nur schlecht hören, also das ist halt... deswegen Google Hangouts, da funktioniert es aber, solange du Chrome benutzt. Solange ich Chrome benutze, weil Chrome ist halt die Version von Google, ne? Und Google hat allerhand kleinere Methoden, um dich dazu zu zwingen, Chrome zu nutzen. Und du hast Chrome, ja, okay. Ich hasse Chrome, ja. Ich bin generell kein Fan von den ganzen Google-Programmen und den Daten, die sammeln. Ich bin aber vor allem kein Fan davon, wenn die Programme so aggressiv immer versuchen, dein Standardbrowser zu werden, wenn die Programme so aggressiv versuchen. Google Chrome hat diese, also ich weiß nicht, wie die Tastenkombination bei Ubuntu ist, aber bei Mac ist Programm beenden Command Q. Ach so, das nutze ich so selten. Ich nehme nur Copy Paste, deswegen das. Okay, aber es ist irgendwas wird es halt auch sein, oder wenn es wie bei Windows ist, dann ist es Alt F4. Ich glaube, es ist auch. Ich bin schon mal drauf gekommen, dass ich immer dachte, ja, also einfach nur. Genau, Command Quit, ja. Und bei jedem Programm reicht es, das einmal kurz anzutippen. Bei Chrome musst du es gedrückt halten. Okay. Und ich denke halt, ja, ich verstehe auch ein bisschen, wo es herkommt, dass Leute es halt nicht aus Versehen beenden. Aber es ist auch schon etwas aufdringlich. Wenn du sagst, als Programm, du musst es länger gedrückt halten, das Programm zu beenden. Deswegen aber Hangouts funktionieren auf jeden Fall, technisch gesehen. Ich meine, dass man sowas mal hatte. So, ja. Das zum Beispiel jetzt hier von wegen... Gibt es keinen Grund und dann... Ja, wie gesagt, das mit dem Zoom funktioniert auch. Ich habe es jetzt also wirklich auch seit längerer Zeit mal wieder rausgeholt, weil ich hatte es halt gar nicht mehr. Ich meinte vorhin schon zu Dirk, ich hatte früher... Wie lange sind wir hier noch eigentlich? Schön. Ja, wir fahren hier noch eine ganze Weile. Nee, 950 Meter. 900 Meter. Und dann nach 800 Metern links halten. Nur links halten. Dass ich das Zoom halt damals geholt habe, also da war das, ich habe wirklich noch ein altes Zoom, das H4N, was aufgebaut ist wie ein Gameboy aus so unzerbrechlicher Technik, aber das war halt damals der... Weiter auf die 26. Ja, doch. Das war halt damals der letzte Trend, wenn du mit einer Spiegelreflexkamera gefilmt hast, dass du trotzdem brauchbaren Ton hast. Streckenverlauf 30 Kilometer folgen. 30 Kilometer, haben wir jetzt wieder geradeaus. Weil der Zoom halt XLR-Eingänge hat, also die professionellen Toneingänge. Und jetzt habe ich halt eine Kamera, die es auch hat. Hat das noch was mit Squats zu tun? Hat nicht alles was mit Squats zu tun letztendlich. Ja, das kann sein. Was ist denn mit Jump Squats? Das fand ich ja früher aber mal. Ich hatte nämlich jetzt gerade auch schon ein bisschen länger her, aber halt irgendwie die 10 besten Dumbbell-Übungen für zu Hause, wenn du halt nur eine Hantel hast. Ja.
Weil ich ja dann auch mal so ein faules Schwein bin, wenn ich die Scheiben abnehme und du mit der einschaltest. Ja, das, ja. Und dann war es halt so, die halt geiler Bizeps und geiler Quadrizepsübung ist halt, also ich habe, glaube ich, eine 20 Kilo Hantel vor der Brust mit beiden Händen, dass du beide Hände irgendwie in den Griff reinkriegst. Oder du greifst oben an die obere Scheibe, ja, oder an die untere. Aber auf jeden Fall, nee, es war schon, sollte schon vor deinem Körper und nicht an deiner, ja, Brust sein. Und dann halt Squats machen. Und ich habe ja früher mal gedacht, so viel und bla, diese Scheiße. Aber wenn du die dann geführt machst und dann halt auch echt im Winkel die Arme hältst und im rechten Winkel versuchst, einen Squat zu machen, ey, 10 Stück, so als drei Sätze à 10, das ist halt echt so krass intensiv. Und dann natürlich auch nicht super schnell, ne? Das, ja, ist halt auch mal das. Aber weil du merkst auch dein ganzer Oberkörper, und da merkst du es noch viel, viel mehr, wenn es anstrengend wird, dass du ja kippst mit deinem, ja, 20 Kilo mehr Gewicht. So. Wenn du die, 20 Kilo sind Leute nicht so viele, 15 hatte ich, aber wenn du die dann halt schön sauber hältst, das ist halt echt geil. Das, mittlerweile merke ich das halt auch, wie viel Spaß das macht oder wie intensiv das halt auch in den Muskelregionen wirkt, ohne halt zu übertreiben. Wenn du Übungen halt jetzt nicht bis ins Endlose machst, ja, sondern mit Plan und die dann sauber durchführst. Das heißt, du machst die eigentlich immer ein bisschen langsamer, aber du merkst halt, wie intensiv das ist. So. Es ist ja auch tatsächlich so. Hast du einen Mad Monk ausgesprochen? Mad Monk! Mad Monk! Never hurt me! Mad Monk! Mad Monk! Oh, von welches Lied? Was für ein Lied war das jetzt? Weißt du, das Bad Boys? Bad Boys! Ach ja, genau. Bad Boys! Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass Beinübungen gerade so wichtig sind, um auch Muskeln am Oberkörper aufzubauen, weil die Beinmuskeln halt so groß sind, ja, dass sie einfach den ganzen Kreislauf und vor allem auch den ganzen Muskelaufbau im Körper so in Schwung bringen. Oh, weißt du, welche Übung mir noch einfällt, welche ganz geil ist für den hinteren? Warte mal, der Quadrizeps, der zieht sich doch auch um die Seite nach hinten. Ja, der Quadrizeps zieht sich so von der Hüfte nach vorne übers Knie. Ja, ja, vorne ist ja dann die großen beiden Dinger, die man, ja, kennt, genau, aber die Dinger, ja, gehen ja auch nach hinten. Hinten ist der Gluteus. Aber der Gluteus Maximus, nee, ist doch der Arsch. Der Arsch. Also der zieht sich über den Arsch. Sind das hinten und, ja, die gehen über den Arsch. Also, ja, die sind ja nicht nur Arsch, nur Bein. Ja. Also im Englischen heißen die Glutes. Ja, ja. Die, ja, hinteren. Okay. Und dann halt noch Adduktoren und Abduktoren. Okay. Innen die Adduktoren, außen die Abduktoren. Jedenfalls die hintere Beinmuskulatur, ja, und den Arsch, was ich immer auch mache im Studio da bei Jan. Also auch eine Sache, wo du sagst, ja, kenne ich halt auch. Keine Ahnung, wenn ein Partner irgendwo hilft oder haben wir halt auch mal. Wir haben die halt auch immer auf dem Platz gemacht. Und zwar ist das so eine arschteure Vorrichtung, wo du dann halt irgendwie deine Füße hinten einklemmen kannst und du guckst, ja, bäuchlings in so einem, ja, 45-Grad-Winkel zum Boden und machst halt immer nur Oberkörper hoch, ja, und runter, sowas. Die Rückenpresse. Presse? Weißt du das so? Heißt die Rückenmaschine? Ist irgendwas mit Rücken. Ja. Lowerback, ja. Und das Geile ist halt einfach, Back Extension. Dass du halt die Lendenmuskulatur halt dabei trainierst, aber halt sowas von auch die Arschmuskulatur. Ja, genau, so auf den letzten Metern. Ja, genau. Ja. Das ist halt auch mal, ist auch mal wichtig, dass du halt immer schön, also dass du halt auch nicht im maximalen Hohlkreuz gehst, weil das ist ja auch mal das, dass Leute dann gerne sagen, wie weit geht's denn? Ja. Und dann sieht es halt aus wie so ein, ja, so ein Blatt im Wind, das sich dann komplett biegt. Du musst halt echt darauf achten, dass du halt richtig schön, wieder in die Gerade kommst und schön intensiv dann halt, wie alle Muskelübungen dann halt auch, wenn du relativ flott hochkommst und dann schön genüsslich wieder abgehst und dann flott hoch und dann auch schon wieder, also bei mir jedenfalls, das ist beim fünften dann schon voll das Spüren. Ja. Also das denke ich so, das ist halt auch ziemlich geil. Also ich meine, die ist halt auch einfach, weil die Übung für den unteren Rücken so gut ist, weil der untere Rücken so wichtig ist. Ja. Und eigentlich, weil du das halt im Alltag so krass vernachlässigst, den unteren Rücken, gerade wenn du halt viel sitzt. Ich, ja, merke es ja auch jetzt schon, wenn ich hier die paar Stunden im Auto sitze. Also ich merke also jetzt schon länger nicht mehr richtig trainiert, da wirst du so kribbelig und eigentlich nur kribbelig, aber du merkst in Regionen, die so beansprucht und immer blöd beansprucht werden, weil auch einfach unser Privatleben so orientiert ist auf Sitzen. So, wir, ja, sitzen so viel und Sitzen ist halt echt nicht so geil dauerhaft.
Also es ist halt generell okay, wenn du halt dann auch echt öfter Sport machst, aber halt so auch ja. Dieses Flezen, auch ich sitze einfach mal, ich muss entspannen, so, ist ja alles ganz cool, aber wie nervig das für die Muskulatur da ist und auch und halt auch die Lendenwirbel und die halt einzelnen Bandscheiben. Also was zum Beispiel auch mir angewöhnt habe beim Aufwärmen ist, dass ich halt leicht breitbeinig stehe und den Oberkörper in alle Richtungen wie so ein Boxer immer so rotiere und dann in die andere, damit halt alle Bandscheiben, alle einzelnen Plätze mal halt einfach pressen und auf und pressen, wo sie halt dann ne, alles Gift quasi abgeben können oder beziehungsweise aufsaugen und alle Mineralien wieder abgeben oder alle, ja, den ganzen Supporter. Und das bringt echt so viel. Deswegen heißt es ja auch immer, dass Tänzer unheimlich guten Rücken haben, weil die ja so in alle drei dimensionalen Richtungen halt, was die Wirbelsäule kann, halt sich immer wieder weich bewegen. Das ist so geil. Witzigerweise, selbst das ist eine Ringfit-Übung, wo du den Ringcon, also diesen Pilates-Ring, nach oben streckst am langen Arm und dann den Oberkörper wie in einem Trichter bewegst. Ah, okay. Ja. Ja, ist halt echt. Ja, also. Das ist halt auch mal so, klar, jeder kann machen, wie er will. Aber ich bin, wenn ich bei Jan bin, halt auch echt dann mal so 2 Stunden, manchmal dann schon gerne länger in diesem Raum, in dem Fitnessraum. Und du siehst niemals jemanden, der sich halt richtig warm macht. Also generell erstmal den Puls hochtreiben, das schon mal so. Also Leute, die so ein bisschen pumpen wollen und sowas, die machen dann richtig klischee-mäßig 5 Minuten Laufband oder so. Also richtig ganz kurz, okay, jetzt Puls da, jetzt schön Gewicht. Und aber halt irgendwie so langsam aufwärmen und dehnen in alle Richtungen und auch mal zwischendurch sich nur nicht von wegen Vorbeugen der Verletzungsvorbeugungszeug oder sowas, sondern auch einfach mal sagen, wie geil ist das, wenn du halt aus dem Stand nicht zur Kiste, sondern bis zum Boden kommst, sowas. Und das regelmäßig, das halt aus der Kalten, weil du das regelmäßig trainierst und das bereitet dir halt dann auch, ist ja auch für den Alltag vielleicht Verletzungsvorbeugender, sowas. Obwohl ich vorhin sagen musste, zum Schluss alles wieder außer Acht gelassen. Ey, wie oft ich, glaube ich, irgendwelche Kisten einfach nur so gerissen habe. Ja, ich glaube, beim Umzug, ich meine, das ist auch die Sache, klar, du kannst halt immer sagen, du musst es eigentlich aus den Beinen heben, aber oft stehst du halt einfach da und denkst, ich bin doch jetzt, ich heb's einmal kurz aus dem Rücken, wie ein Deadlift. Ja, aber da machst du es ja auch sauber eigentlich, ne? Da hast du ja auch nicht... Ja, und das Gewicht ist besser verteilt. Genau. Dann ziehst du dann halt auch sauber hoch und der Rücken hat ja trotzdem eine Spannung und dann hebst du an. Ja. Hier ist es gekrümmt. Und so ein bisschen ist Spannung im Rücken und ein bisschen im Bauch und viel im Arm und sowas. Und aber gerade da wäre halt dieser Lendenwirbelgurt. Ja, auf jeden Fall. Perfekt für sowas, Ja, ich dachte noch früher an eine unserer Lieblingsübungen. Der bußfertige Mann. Ach, boah, die hast du dir aber auch ausgedacht, ne? Ja, aber... Weil ich kannte die einfache. Genau, die Basisversion davon ist ja relativ normal. Also wir aber die siehst du halt auch im Fitnessstudio auch immer von extrem Leuten so. Ja, selbst natürlich. Die Basisübung. Ja, also du brauchst die echt zerfickt. Einen Kasten vor dir, du bist unten im Squat und du springst auf den Kasten vor dir und bist da wieder im Squat. Nee, du bist ja gar nicht im Squat am Anfang, sondern du sitzt auf deinen Knien. Ja, deswegen sage ich die Basisübung. Ja, achso, ja, okay. Ja. Genau, also die Basisübung ist, du bist im Squat und springst auf den Kasten und landest aber auch wieder im Squat. Also die Beine sind nie gestreckt während der Übung, was halt an sich schon mega anstrengend ist, weil du immer aus dem Sprung, also aus dem Squat, Energie generieren musst, um dann wieder im Squat zu landen und dich erst unten abzufangen, was natürlich extrem viel zieht. Ja. Und wir hatten daraus... Was? Entschuldigung. Weiß ich nicht. Kuscheln mit dem LKW. Hat ja auch BSE als Nummernschild. Daraus haben wir den bußfertigen Mann gemacht, wo man die Übung auf den Knien beginnt. Genau. Wie dann, so ein Karate... Ja, wie beim Karate oder Judo-Gruß. Genau. Und dann du sitzt auf deinen Knien. Aus dieser Position springt man erstmal in den Squat. Das heißt, man generiert die ganze kinetische Energie so eine aus den Armen Übung. Und aus dem Oberkörper und aus der Hüfte und aus der Wirbelsäule. Nach 200 Metern Ausfahrt Richtung A111. Jetzt wisst ihr es. Jetzt raus hier? Ja. Oh, das war aber eine knappe Entscheidung, Kollegen. Dem Streckenverlauf. Also wir haben jetzt gefühlt 50 Meter vor Abfahrt in einer Baustelle die Info gekriegt. Raus! Ja, der vor uns wahrscheinlich auch. Der fädelte nämlich auf den 50 Metern zwischen uns und dem LKW ein. Ah ja, das ist der BSE-Typ, ne? Genau, und das ist halt
diese Wucht aus dem Nichts, aus dieser statischen Position zu generieren, um dann in den Squat zu kommen. Boah, und wir haben die Mann dann im Winter so weit getrieben, dass ich immer Schiss hatte, dass ich mir jetzt irgendwas wehtue. Du bist aber auch einmal richtig abgeschmiert. Stimmt. Stimmt. Also wir haben ja nicht nur einmal das gemacht. Das war ja ein Satz, waren 10 Wiederholungen. Ja. Ne? Aus dieser, und das war ja nicht die erste oder sonst was Übung, sondern wir hatten schon sonst wie viele Übungen gemacht. Und dann kam diese Scheiße. Und das war, glaube ich, ja, so im Sommer, ne? Weil ich hatte ja kurze Hosen an. Ja. Und dann wollte ich halt raufspringen und gerne hat man es dann irgendwann so hingekriegt, dass man nur noch so mit einem halben Fuß aufkommt. Und ich bin selbst mit einem halben Fuß nicht mehr aufgekommen und bin halt abgeschmiert und schön an der Kante von so einer Betonsitzbank abgeschmiert und schön das Schienbein abgerieben. Also dann man konnte tatsächlich noch so eine zerquetschte Hautfalte sehen, die dann halt an dieser Betonbank die saß. Haare vor allem. Ja, genau, die Haare vom Knie waren dann auch mit dran. Das hatte ich neulich auch wieder, als ich beim Klettern von so einem Volume, also von so einer geometrischen Form mit Textur, abgeschmiert bin und bin dann auch mit dem Schienbein schön die Kante runtergerieben. Oder auch schön so eine Spur Haare, die ich dann erstmal entfernen konnte, wie so ein toter Hamster, der da drauf lag. Das Schlimme ist, danach hast du wieder so eine psychologische Mauer, so, dass du immer denkst, das war letztes Mal schon nicht gut. Und dann brauchst du halt ewig, bis du sie dann halt nochmal wiederholst oder dich dann richtig traust, das Ding zu machen. Ja, ich... Was fährt da denn hier? Bla. Ich muss wieder 18 werden. Ah, okay. Hier sind es kurz vor Henningsdorf. Juhu. Hast du mal einen sauberen Pistol Squat hinbekommen? Ein was? Einen sauberen einbeinigen Squat. Ne, das konntest du doch. Ja, ja, deswegen frage ich dich, war mir nicht sicher, ob du... Sebastian, mein Physiotherapeut, hat immer gesagt, hier, ne, den musst du machen. Dann irgendwann meinte er, also ein GOTS Maximus ist schon ziemlich gut ausgeprägt. Sebastian, ich kann trotzdem nicht das. Ja. Weil er hat es mir ja vorgeführt und war total stolz, weil er ist mir so vom Körper, also du würdest, ich würde dich als Körper, würde ich jetzt nicht auf Anhieb denken, du kletterst so. Ja. Aber er sieht halt so nach Klettern aus und sein Sport ist, weil er Papa zweifacher und gerade voll auf, also ist ganz frisch alles so. Ja. Aber meinte, wenn, das hätte ich auch gar nicht gedacht bei ihm. Tennis. Sein Sport ist Tennis. Tennis? Ja. Ich komme aus so einer Arbeiterfamilie, aber irgendwie damals über so ein Schul-AG-Dings kam mein Tennis. So habe ich so an Magath gedacht, weil der auch jetzt so der mit dem Alter auch so zwischen uns beiden liegt. Das war ja gerade so die Boris Becker-Phase, wo die Kids alle im Tennisclub angemeldet wurden. Achso, nee, der ist 41. Ja gut, aber... Also über uns, ja. Oh, jetzt kriege ich auch noch ein Stück von dieser Freude. Das Geile ist, wenn es so doll regnet wie vorhin, aber es ist dunkel, sehe ich den Wahnsinn gar nicht. Und mein zweiter Energy Drink gibt mir das Gefühl... Den zweiten hast du? Gibt mir das Gefühl, dass alles total sicher ist. Ja, schönen Gruß an Simone, die es dann nachher alles ausbaden muss. Du musst morgen voll früh raus, meint sie. Ist ja super, wenn du dann zitternd im Bett neben mir liegst. Ich glaube, ich werde erstmal duschen. Oh geil, da sieht man erstmal, dass die Autos in der Straße ist, wenn man das vordere Auto sieht. Was eigentlich, es schwimmt an uns vorbei. Das ist eins dieser neuen Amphibienfahrzeuge von Tesla. Aber gut, ich fahre jetzt auch nicht 120. Ich finde so mit etwas über 100 bei dem Wetter ist es okay, oder? Ja, Frag Klaus, den Autoexperten. Nee. Nein, weil vorhin war es, aber das war, glaube ich, das war Bundesstraße, ne? Ja. 80, ich fange jetzt hier richtig krass an zu sammeln. Nee, ich habe gerade voll das Gefühl, ich habe hier so ein Koffeinflash. Sprich dich aus, Schatz. Nein, aber ich merke das gerade, dass ich ein bisschen schneller sammle als vor einer Stunde. Schneller vor allem. jetzt müsste man dir mal Fortnite in die Hand geben. Ich glaube, ich werde es. Ich kann. Dieser Wagen ist so lang. Die einbeinigen Squats. Das kann man zum Beispiel auch vom Sitz aus probieren. Und die habe ich irgendwann mal alleine probiert von dieser Betonbank. Und die ist ja tiefer als ein Stuhl. Und da habe ich es noch nicht mehr hingekriegt. Bis ich einfach nur nach vorne weggekullert bin. Man kann das ganz gut auch mit einem Seil oder einem Schlingentrainer oder sowas am Baum machen. Schlingentrainer klingt an. Ah ne, schlingen Sie. TRX. Wenn du halt noch den Gegenzug hast. Und dann kannst du dich halt ganz gut reinsetzen und ein bisschen dosieren aus den Armen. Gerne noch. Ein bisschen aus den Armen dosieren, wie viel du runternimmst vom Bein.
Ja, apropos runter, wie viel runter müssen wir denn noch? 10 Kilometer. 10 Kilometer? Wie lange fahren wir denn noch? 39 Minuten. Ne, 10 Kilometer jetzt auf der Straße. So. Und insgesamt sind es 39 Kilometer. Mir hilft es halt beim Klettern total, dass ich einen einbeinigen Squat kann. Weil ja, das bestimmt, halt, weil du bestimmt oft mal auf einem Bein stehst. Ja, genau, du stehst halt oft nur auf einem Bein und hast halt aus den Händen nicht den Zug dafür wegnehmen zu können. Ja. Und musst dich halt irgendwie hochdrücken. Das ist halt. Also du kannst halt einfach ganz viele Strecken oder Probleme brechen, wenn du irgendeine besondere Fähigkeit hast, wenn du besonders dehnbar bist, wenn du dich besonders stützen kannst, wenn du halt einen guten Muscle-Up oder so kannst. Oh, konnte ich mal. Ja, konnten wir alle mal. Aber ich würde mal behaupten, irgendwie, wenn wir gut uns warm machen, kriegen wir, also du kriegst bestimmt einen hin. Das Klettern. Manchmal, wenn ich beim Klettern bin, in Kreuzberg haben sie so einen Kraftraum. Ist das ein Ortsschild? Berlin, ja. Ach so. Wir sind in Berlin? Ja, in Reinickendorf. Ja, 39 Kilometer nach Friedrichshain, 37. Ist es okay, wenn wir kurz vor links nochmal tanken? Ja, klar. Also ich müsste eh tanken, ja. Aber wenn du sagst, ich kann dich auch erstmal zurückbringen. Was? Nee, wo willst du denn da tanken? Wenn du mich erstmal zurückbringst. Weiß ich nicht. Ja, genau. Weiß ich nicht. Ich brauch dich eh zum Einparken in der Rudolfstraße. Ja, naja, dann haben wir uns die Frage noch beantwortet. Nee, du kannst ja sagen, ja, du kannst mich brauchen, aber du wirst mich nicht kriegen. Ja. Catch me if you can, Fortnite. Piu, piu, piu. Oh Gott, jetzt knallt's voll rein. Vor allen Dingen Pui, Piu. Das ist so lustig. Ich glaube, was mir aber auch coole Geräusche hilft, sterben nicht aus. Entschuldigung. Ja. Was mir total hilft bei Fortnite ist tatsächlich, es gibt so eine Funktion für Hörgeschädigte. Was? Genau. Und da kannst du, das seid ihr jetzt auch alle, wenn ihr Dirks Bass gehört habt. Da kannst du einstellen, dass du die Richtung siehst, aus der Schritte, Schüsse und Geräusche und so kommen. Was nochmal, die Richtung sehen? Ja genau, du siehst so einen Kreis auf dem Bildschirm. Achso, du kriegst so ein Echo und der zeigt dir an, aus welcher Richtung die Geräusche kommen. Und normalerweise, wenn du Dolby Surround Kopfhörer hast, was ja die ganzen Pro-Player haben, hörst du es auch. Also dann hörst du halt genau, und bei Fortnite ist der Ton einfach extrem wichtig. Kann man nicht einfach eine 8.1 Anlage zu Hause haben? Kannst du auch zu Hause haben. Was ist denn überhaupt 8.1? Ich komme noch aus der Zeit 5.1. 3.1 hatte ich, glaube ich, sogar. 5.1, was ist denn? Ist nicht 7.1? 7.1 ist, glaube ich, Dolby Atmos, dass von oben und unten noch Ton kommt. Aber wo die achte Richtung sein soll, in dir, das hast du auf deiner Reise festgestellt. Die achte Richtung war die ganze Zeit in dir. Also dieser Typ, der fast bewusstlos im zweiten stand, das war meine Richtung. Ja. Wofür habe ich denn diese ganze Energy getrunken, dass wir jetzt schon in Berlin sind? Scheiße. Ich weiß auch nicht, du hast am Navi gesehen, wie lange wir noch brauchen. Das war eine Stunde angesagt. Also als ich gesagt habe, lass mal Fenster aufmachen, ja. Das haben wir doch noch auf Aufnahme gemacht, ja. Da war ich gerade voll müde und habe gemerkt, dass mein Äuglein schon so zwinkert, dass ich irgendwie jetzt gerne mal kurz schlummern möchte mit den Augen zu. Jetzt, ich brauche mal ganz kurz ein bisschen Gülleduft gegen die Müdigkeit. Ja, das ist gut, irgendwas reizt und dann... Landluft. Ja. Gib mir Beine. Habe ich schon erzählt, dass ich einen Sketch bei irgendeinem Teil mal Dortmund geschickt habe, gezeigt habe? Was hast du in Dortmund geschickt? Na, die Nummer Vater, gib mir Beine. Weil du den schon 100.000 Mal wahrscheinlich gesagt hast und sie wussten nicht, was du meinst. Richtig. So wie ich gestern habe ich noch, niemand hat darauf reagiert unter meinem Instagram-Post, als ich auf der Autobahn war mit den ganzen Namenstassen. Ja. Verstehst du den Witz aber, weil ich keine Bordtassen. Hast du das nicht irgendwie von Simpsons als... Ja, genau. Ja. Ja, den habe ich. Als Bart bei in Itchy und Scratchy Land ist. Ja. Bart? Wer heißt denn bitte Bart? Bart, komm sofort her. Reden Sie mit mir? Nein, mein Sohn heißt zufällig auch Bart. Ja, also ich wusste nicht mehr ganz genau, was die Szene war, aber ich wusste, es war Simpsons. Ansonsten, ich würde sagen, zeitlich. Beste Folge sei angeblich auch March hat Flugangst, hat Timo mal gemeint. March hat Flugangst? Ja, das ist die Folge, wo Homer irgendwie aus der Kneipe fliegt, glaube ich. Und er muss, und er fängt dann an, in der Fliegerkneipe direkt am Flughafen zu saufen, wo die ganzen Piloten immer saufen. Und Marge hat halt irgendwie, Flughafen. Aber der Vater Pilot war. Kann sein, ja, aber das ist halt total die lustige Folge. Und ich glaube, irgendwas mit einer Zitrone, die auch ein Stein ist oder irgendwas, war da auch. Und mir ist ein bisschen schlecht gerade. Ja, mir auch. Ich habe nur die Hälfte Dose von meinem Energy Drink getrunken. Morgen. Ansonsten würde ich sagen, wir hatten ja auch genug Leg Day für heute.
vielleicht beenden wir es hier auch einfach. Was ist denn eigentlich, was ich gerade so dachte mit, wie heißt denn das? Einfach nur konzentrierte Muskelanspannung. Also du liegst, spannst einzelne Muskelgruppen an. Dieses, also quasi EMS-Training ohne Kontakte im Liegen. Das ist doch auch so ein Reha-Ding. Und jetzt geben sie mal alles, was sie im Bein haben. Alles. Das reicht. Ja. So. Ich glaube aber nicht, dass wenn du gesunden, sportlichen Körper hast, dass die Anstrengung reicht. Reicht es doch nicht mal, um die Muskulatur zu halten? Müssen wir hier runter? Halten vielleicht? Nee, geradeaus. Bin ich also auf der Abbiegerspur und muss Weiß ich nicht. Ich habe ja das Navi geschaut. Aber Google sagt mir bestimmt 5 Meter vorher Bescheid. Achso, nee, ich bin noch 2. Aber Google sagt, es alles okay, ne? Ja, oh, Google sagt, alles bestens. Wieso fahre ich denn 70? Die ist ja bestimmt Spitzer. Wir letztes Mal von Six auch geblitzt, habe ich schon erzählt, ne? Ja. Habe ich das in der Folge schon erzählt? Weiß ich nicht, erzähl es auch nochmal in der Folge. Wie kommt das? Ja, ist langweilig, es tut mir leid. Nee, erzähl. Nein, ich wurde halt einfach geblitzt, das Ding war so schnell und dann bin ich halt im Ort 63 gefahren, oder 64. Das ist nicht spannend. Naja. Es tut mir leid. Ja. Gut, aber. Was ist denn auch? Was ist denn, wenn man so eine Beinpresse zu Hause nachmacht? Du legst dich vor einer Wand und presst die Beine dagegen. Warum machst du nicht einfach Squats zu Hause und legst dir eine Handel auf die Schulter? Ja. Ich hab gerade gedacht, die neue Squat-Übung. Ausgedachte Squat-Übung mit Dirk. Du legst dir ein Handtuch unter den Rücken oder noch besser so ein Wischlappen, machst auch gleich den Boden sauber. Es gibt doch so viele Spinner, die Geld ausgeben für irgendwelche Leute, die ihnen Übungen zeigen, die jeder nachmachen kann, keine Ahnung, außer Brigitte oder irgendwie so YouTuber oder sowas lesen sehen kann. Und wir werden so Personal Trainer Squat-Optimizer. Und kommen an. Squat-Optimizer. Die Squat-Optimizer. Und haben halt Beine wie Störche. So richtig dürre Dinger. Und dann überlegen wir uns in dem Moment. Hast du zu Hause Boden? Ja, ideal. Pass auf. Legst dich hin, vor dir eine Wand. Hast du? Geil. Und dann füßt die gegen und dann feste. 10 Sekunden machst du 20 Stück, nächsten Tag hast du platte Beine. Dick wie Sau. Das macht ein Squat-Optimizer. Ja, ich weiß nicht, ein Squat-Optimizer. Sir Masterhoff. Wir sind die Squat-Optimizer. Was ist eigentlich mit den Delta Muscle Force? Das war auch mal damals so eine Gründung. Unsere alte Actionfiguren-Serie. Delta Muscle Force. Also ich dachte, das war eigentlich so ein Trainingstyp. Also nee, so haben wir uns auch mal genannt. Ja, aber ich dachte, wir wären so, wir haben das gesehen als wie so ein Training. Ich dachte an so eine bezeichnete 80er-Jahre-Serie. Okay. Holzhauser Straße raus? Nee, geradeaus. Ja, selbstverständlich. Geradeaus. Früher musste ich mal zur Holzhauser Straße raus. Zu der Boden. Schön Gruß an Wilma Päsle. Wilma, die Freiheit nehme ich mir. Ich dachte, du schreist jetzt Wilma! Ah, stimmt. Weswegen hat er das immer geschrien? Weil er nicht reinkam? Weil er seine Frau angeschrien hat, weil das in den 50ern so üblich war. Also ich dachte, das war immer so ein Hilfe, Wilma. War das das? Ja, weil der Hund ihn, ja, stimmt, am Anfang der Anfangssequenz war der, weil Dino ihn ausgesperrt hat. Ja, genau, das war so meine Idee. Taxi, wäre ich vorsichtig. Ein Taxi nach Paris. Gut, Freunde, nur für eine Nacht. Ich wollte gerade sagen, ich spiele mal alleine Zivi, aber offensichtlich müsst ihr da auch noch mit durch. Mit einem Taxi nach Paris. Weil man das in Paris das halt so macht. Nach 600 Metern an der Gabelung rechts halten, auf A111 bleiben und der Beschilderung für Charlottenburg folgen. What? Nach 600 Metern auf der Gabelung rechts halten. Richtung A111. Ja. Charlottenburg. Ja. Charlottenburg. An der Gabelung rechts halten und auf A111 bleiben. Streckenverlauf 4 Kilometer folgen. Ja, gut, ne? 50 sind hier und nicht 80. Ja, Dirk, hast du noch was Gescheites zu sagen? Fahrt vorsichtig Auto, wenn es regnet. Ja. Lass er nicht ablenken. Und wenn ihr diesen Podcast im Auto hört, dann schließt sich der Kreis. Ja, genau. Oh. Und ihr müsst nicht Scheibenwischer anmachen, wenn ihr im Tunnel seid. Außer ihr habt zwei Black Energy 28 getrunken. Ja, stimmt. Gut, in diesem Sinne, das war Phönisse mit Dirk und Klaus. Wir sind Phönisse mit Dirk und Klaus auf allen Podcast-Apps außer Spotify und
Ja, schickt uns auch weiterhin eure Scheibenwischer-Inspirationen an phoenisse@gmail.com. Folgt uns, abonniert den Hund bei Phoenisse mit Dirk und Klaus auf YouTube. Und ja, ich hoffe, ihr habt jetzt die, wie lange haben wir jetzt, ist die Folge, 60 Minuten? Die ist, glaube ich, ein bisschen länger. Ihr hättet jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit schön parallel die ganzen Übungen nachmachen können. Ich kann ja, ja. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss gebe ich euch noch ein bisschen Regen rein. Freunde, genießt ihn. Kommt gut in die Woche!